und sie dachte, sie wäre allein. Warnung! Das folgende Video handelt von wahren Geistergeschichten. Es könnte beängstigend sein, enthält Screamer und sollte von niemandem mit schwachen Nerven angesehen werden. Ich rate ihr ebenfalls von Kopfhörern ab. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer zweiten Folge von X-Files. Wie auch letzte Woche zeige ich euch heute Fotos von realen, unerklärlichen Ereignissen. Bei einigen Bildern fliegen wir sogar ins All. Und unser erstes Foto handelt von einem Baby. Dieses Foto wurde während einer Autofahrt geschossen. Vorher war auf dem Bild nichts weiteres zu sehen als das Auto und das Baby. Doch nach der Entwicklung sind auf einmal auf dem Bild im Hintergrund diese Gestalten aufgetaucht. Nach weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich an diesem Ort im 17. Jahrhundert eine Grabstätte befand. Ach, ihr glaubt nicht dran, dass nach 400 Jahren die Geister noch rumspuken? Dann zeige ich euch jetzt mal eine etwas neuere Geschichte. Sagt euch der Fluch des Ötzi vielleicht etwas? Für die, die es nicht kennen, Ötzi ist ein über 5000 Jahre altes Skelett, was Anfang der 90er in den Ötztaler Alpen gefunden wurde. Die Leiche wurde aus dem Eis gegraben und mehrfach von Wissenschaftlern untersucht. Und man hat sich viele verschiedene Theorien über seine Vergangenheit überlegt. Seit 1998 befindet sich seine Leiche im Südtiroler Archäologiemuseum. Doch die Wissenschaftler haben scheinbar nie was von Grabruhe gehört und haben sich damit einen Fluch an den Hals gelegt. Helmut Simon, ein erfahrener Alpinist, stürzte bei einer Klettertour 2004 in ein über 100 Meter tiefes Loch und wurde erst eine Woche später gefunden. Eine grausame Ironie, denn damit hatte Helmut Simon dasselbe Schicksal wie Ötzi vor über 5000 Jahren, nämlich den Tod im Eis. Simon war aber schon das vierte Opfer des Ötzi-Fluchs. Günther Henn, der Gerichtsmediziner, der Ötzi als erstes untersuchte, starb bei einem Autounfall, ausgerechnet auf dem Weg zu einem Vortrag über den Gletschermann. Anschließend erwischte es den Bergführer Kurt Fritz, welcher Ötzi aus dem Eis geborgen hatte. Dieser stürzte in eine Gletscherspalte. Der Kameramann Rainer Hölzel filmte die Bergungsaktion und erlag bald einem Gehirntumor. Wer weiß, vielleicht erwischt es ja als nächstes die YouTuber, die über ihn berichten. Ich hoffe, wir haben euch jetzt in Sachen Geistern ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Denn es gibt nicht nur menschliche Geister. Dieses Bild von einer Familie wurde in den 60er Jahren in einem Zoo geschossen. Man vermutet, dass der Bärgeist höchstwahrscheinlich eines der Tiere ist, das beim Zweiten Weltkrieg bei vielzähligen Bombenangriffen getötet wurde. In der letzten Folge zeigte ich euch ja schon das Bild von dem Wesen, welches auf meinem Fernseher aufgetaucht ist. Das scheint wohl übrigens auf der Welt öfter zu passieren. Da haben wir zum Beispiel eine Hand, die jedes Jahr zu Weihnachten in den Fernseher auftaucht. Ein verstorbener Verwandter, der die Weihnachtsfeier beobachtet. Oder eine Frau, die Freude an einem kleinen Kind hat. Eines der übertriebensten Fotos wurde 1993 in Indonesien gemacht. Bei diesem Foto munkelt man auch, dass Leute, die dieses Bild zu lange angestarrt haben, psychische Störungen bekommen haben. Es wurde als Tatortbeschreibung für das Gericht nach einem Mord geschossen. Allerdings war das hier danach auf dem Bild. Geht nach Hause, sonst seid ihr tot. Geht nach Hause. Wie am Anfang bereits angekündigt, fliegen wir jetzt ins All und gehen weg von Flüchen und Geistern. Ein Polizist ist am 1. Dezember 1987 nach der Arbeit unterwegs zu seiner Familie. Plötzlich sieht er ein merkwürdiges Flackern hinter einem Hügel. Er hält an und steigt aus. Da sieht er ein kleines Wesen, das ihn zu sich winkt. Er schnappt sich die Kamera und macht ein Foto. Dann geht er los. Irgendwann kommt er dann bei seiner Familie an. Diese ist bereits besorgt, da er fast eine Stunde zu spät ist. Aber der Polizist weiß von nichts mehr. Lediglich ein Foto gibt Aufschluss, was in der Zeit passiert sein könnte. Okay, ich gebe zu, auf diesem Foto kann man echt nicht viel erkennen. Aber dafür habe ich ja noch eine zweite Geschichte. Als ein Farmer eines Nachts merkwürdige Geräusche hört, geht er mit einer Taschenlampe und einer Kamera runter auf dem Hof, um die Radaumacher zu verscheuchen und ein Foto für die Polizei zu machen. Er geht auf das Geräusch zu, strahlt den Ort mit der Taschenlampe an und macht da sofort ein Foto. Aber was auf dem Foto zu sehen ist, ist kein üblicher Verdächtiger. Wenn ihr mal meine Meinung dazu hören wollt, das Universum hat unendliche Weiten, welche wir nicht mal ansatzweise erforschen können. Also wenn mir jemand sagt, dass wir hier im All die Einzigen sind, dann halte ich das für vollkommenen Schwachsinn. Aber wurden wir tatsächlich schon besucht? Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit dieser Geistersache ein bisschen mehr überzeugt. Hier rechts kommt ihr auf das Halloween-Video von Vegas. Und hier unten auf die Halloween-Videos
von Queen Gwen im Survival Guide, bei denen ich auch mitgemacht habe. Unter dem Hashtag HelloWeek findet ihr in der Videobeschreibung noch viele weitere Teile. Abonnieren und teilen nicht vergessen, sonst... Sonst was? Genau.